Danke sehr, wäre ich. Ja, gut. Also hier, Jan Tipper, ich muss mich jetzt einspielen gehen und... Paul, offenbar nicht. Gut. Das ist das Leben. Boxleiter, so ein Cheat. Wen haben wir jetzt nicht? Den Sturm. Oh, was geht, Jan? Ja, moin. Nicht viel. Ich habe schon viel getrunken letzte Nacht. Viel Glück, Herr Streamer. Dennis, ich soll dir viel Glück von Bananenmarmelade gewinnen. Ey, danke, Banane. Danke Banane. Zurück. Banane hat hallo. Geld. It gemacht. Is I. Moin, Limone. Was hat er? Er hat Geld gemacht. Frank, give me the tip. Er hat vor anderthalb Jahren nicht mal geschlagen. Give me the tip. Ja, komm nach Hamburg. Machen auch wir. Krass. Ja, der Typ ist Loco. Hamburger Classic Matchup hier. Hamburger Classic. Fortschrittlich durfte ich nicht spielen on Stream, aber zu spät gut, waren. Gute alte Nudelsuppe. War selber lassen. Inzwischen Urgestein der Hamburger Szene gegen Stamo, einen der neuesten Spieler und auch den mit Abstand jüngsten Spieler. Der Junge ist noch nicht mal 18. Der ist irgendwie 16 oder so. Der ist 16 oder 17 Jahre alt und trotzdem weitaus größer als ich. Und deswegen habe ich richtig Angst, wenn ich mit ihm interagiere. Ich bin auch immer überrascht, jedes Mal aufs Neue. Ja, das ist nie schön. Und Stamo hat einfach so Tech-Skill vor DS. Der Typ kann Knöpfe drücken, da denkst du dir, ich krieg Arthritis einfach nur so vom Zuschauer. Ich glaub, bei dem Match, wenn ich drüber nachdenke, wie der drückt, dann verschrumpelt mein Finger. Ich glaube, bei dem Match kann ich dich auch gut alleine lassen. Das kriegst du, glaube ich, selber. Diese Spieler kennst du, da hast du alle Info, die du brauchst. Digga. Da weißt du. Henry und ich haben sowieso so eine ewig lange Geschichte, weil Henry hat irgendwie nur einen Monat vor mir angefangen. Und deswegen waren wir immer so konstant Rivalen. Wann hat das aufgehört? Ja, da habe ich im Endeffekt aufgehört. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, weil ich mache nichts. Nudelsuppe gegen Till. Nudelsuppe gegen Till. Die Legende Till 2. Till, der Foxman. Till 2 gegen Nudelsuppe. Streamer, es ist Nudelsuppe gegen Till. Nein, es ist nicht. Es ist schon. Das soll es nicht sein. Die Nudelsuppe. Ach so, die Nudelsuppe. Das auch und der Till. Till ist es auch nicht. Wir haben jetzt auch zwei Tills. Ja. Aber der wird mit Till ausgesprochen. Oh, und da hat man auch schon das Special von Stamo gesehen. Er ist ein Riesenfan von Side B von der Ledge. Er ist auch ein großer Fan von Uppy of Safe. Können wir kurz darüber reden, wie ich drei Stocks eben weggeschmissen habe bei dir? Ja. Das war schrecklich. Ja. Ich finde das nicht okay. So ist das Leben. Wir haben fast 2-2 angewiesen. Ja, ich hatte Angst gegen Fall. Ich dachte mir, anyway, ich sage nicht, ich muss das kurz gewinnen. So, warte mal. Now lass mich mal kurz klatschen. Alright, wo willst du spielen? Da? Pflanze mich gleich näher ans Mikro. Tu da. So. Moog, wie du willst. Also, die pack ich mal mit. Hast die beiden hier gerade schon im Crew-Battle gesehen? Was ich nicht weiß, ist... Was ich nicht weiß? Das ist ein Matchup, das existiert hier noch nicht so lange. In Form von Heat Fox natürlich die ganze Zeit. Aber Stamo. Aber halt Stamo ist nicht. Er ist nicht lange da. Er ist erst 2019 irgendwie in der Szene aufgeschlagen. Wer ist die Peach? Gute Frage. Wer ist die Peach? Die Peach ist Henry, die Nudelsuppe. Die beste Peach von Hamburg. Nudelsuppe ist... Er hat angefangen 2015, also schon seit 6 Jahren dabei. Hat sich fest hier im Norden etabliert. Ist auch auf jedem verdammten Norden Power Ranking inzwischen dabei. Also der ist konstant hier Top 20, Top 15 im Norden. Lüg nicht, Jan, sagt Floaty McFly. Oh, nix für ungut, Floaty, aber den besten Peach Hamburg Tag, den kannst du zurückhaben, wenn du mal wieder auftauchst. Wenn du wieder spielst, ja. Ist so. Ich kenne ja die meisten deutschen Spieler, ist halt so nicht. Also Nudelsuppe kommt man schmal. Ja, Bananenmarmelade. Box Peach in Deal, finde ich auch sehr gut. Der Nudelsuppe, der muss die Box spielen, weil er hat halt leider Gottes richtig harte Handprobleme gekriegt. Und der war deswegen wirklich richtig lange inaktiv, beziehungsweise hat er halt nicht richtig gespielt, einfach weil er seine Finger nicht kaputt machen wollte. Oh, und das ist schon relativ viel. Stamo ist echt besser geworden. Es ist so, als ob er inzwischen weiß, was man im Matchup machen soll. Weil vorher hat er halt einfach nur Knöpfe gedrückt und das war so richtig, also richtig schnell Knöpfe gedrückt. Man denkt sich so, okay. Das machen aber, glaube ich, alle. Das ist immer so. Du hast immer zuerst Fuck mit Peach? Lernen, wie man sehr schnell Knöpfe drückt, bevor du erst lernst, wie du actually nachdenkst. Fuck mit Peach? Scheiße, what? Ah, Stamo 1-0. Also Handprobleme mit Peach, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, Handprobleme kriegst du mit jedem Charakter in Melee, das ist keine Sorge. Also, ja, mit Peach kann ich mir sogar vorstellen. Vor allem mit den Hyperfloats. Ich komm gleich wieder.
Oh Gott, ich werde alleine gelassen. Okay, FOD. Wo? Achso, du musst das Score updaten, deswegen. Ja, erstes Match ging an Schnullsuppe, naja. Müsste. Starmo, oha. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, ich musste mit Leuten schreiben. Mist Ledge Dash, der Klassiker. Ja, ja. Was haben wir hier? Du meintest, er mag Side B von Ledge. Wir haben hier direkt zwei SDs. Ja. High-Level Gameplay hier in der Silver Bracket. Immer. Und Peach kann absolut Hände zerstören, Mann. Wenn du dir einfach so anguckst, wie Leute sich mit Peach einfach aufwärmen, Digga. Ja, nee, du kannst auf jeden Fall Hände zerstören. Das ist furchtbar. Ich würde selbst überhaupt mit Puff kriegst du es hin. So, ja, Leute würden vielleicht disagreeen, aber ich glaube auch mit Puff kriegt man es. Doch, doch, der Daumen links bewegt sich vielleicht viel bei Peach. Und DJ jetzt auch. Ja, eben. Deswegen, ja. Silver Bracket, effektiv Amateur Bracket. Alle Leute, die es nicht aus Pools geschafft haben, spielen jetzt. Genau. Ich bin eben Round 1 Losers rausgeflogen leider gegen... Oh ich Gott. Hab gar nicht erst mitgemacht. Du hast gar nicht erst mitgemacht. Ich war nicht erst mitgemacht. Ich weiß gerade nicht, gegen wen ich Losers verloren habe. Ich weiß, dass ich gegen Till aber Round 1 Winners verloren habe und es war sehr belastend. Und ich saß den Großteil der Zeit hinterm Stream. Das ist okay. Bis du kennst wenigstens die Leute hier, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Bis endlich der verdammte Foodtruck da draußen aufgemacht hat. Wir haben ja einfach den geilsten Foodtruck gerade, der uns catert. Und es ist einfach pornös, was die einem da servieren. Ich meine, auch absolut ekelhaft, denn wenn man mal bedenkt, wie fettig der Scheiß ist. Aber Digga. Ah. Kann man machen. Man kann sagen, die Abwehr tötet, aber nein. Geht schon mal bei 100. Der Henry hat heute seine Turnips irgendwie nicht drin. Im Normalfall ist er weitaus besser damit, offstage zu snipen. Aber heute ist er irgendwie nicht in Form. Das ist mir schon vorhin in seinen Sets, in den Pools und auch in den Crewbett aufgefallen. Erste im Silver Bracket besser als letzter im Pro Bracket. Kann man so sagen, weiß ich nicht. Es ist relativ close dieses Mal auf jeden Fall. Oh, oder? Wir haben zumindest ein paar Leute drin, wo ich gerade dass sie es noch. Starmo ist nicht mehr aus Hamburg, Starmo ist aus Bremen, weil in Bremen taggen die nicht. Schwerer Tausch. Alright, 1-1. Große Trophäe habe ich aus dem Ü-Ei. Komm mit dem Sonnenbaum. Arcadia Nummer 1. Wenn man so aufsteht, rumgeht und erstmal den Score aufgeht. Das liebe Technik baustellen. Okay, das ist auch nicht wirklich nur so. Er springt einfach von Anfang an mit der Fair rein. Das sieht man auch nicht oft. Aber diese Dash-Attacks, die sind richtig typisch für Nudelsuppe. Der Typ liebt seine Overshoot-Dash-Attacks. Er liebt die so sehr, du kannst... Ich meine, es ist Peach, was erwartest du? Das Ding ist, der macht die so oft, du kannst die einfach konstant rausbaiten, wenn du gut bist. Das Problem ist, ich bin scheiße, deswegen mache ich es nicht. So. Und, ja, Starmo. Starmo und Abers. Starmo und Abers. Moin. Starmo und Abers. 1-1. Damn. Starmo ist am Schmoven. Starmo macht Starmo-Sachen. Du hast doch die beste Mutti in der Weltweit Smash-Community. Die guckt auch zu. Kings Mutti ist einfach die beste Person in der gesamten Smash-Community. Ja. So unironisch. Das ist einfach ein Fakt. Steht im Durchschnitt sehr weit hoch auf jeden Fall. Der hat mir auch... Also ich feuer mich die ganze Zeit an über WhatsApp. Weil sie halt zuguckt und hat gerade Till angefeuert beispielsweise. Das ist so süß. Shoutouts an Mutti, ich weiß, du hörst zu. Ja, Shoutouts an Mutti. Shoutouts an Pauls Mom, ja Mann. Ja Mann. Oh. Und die Hannover Weekly Brötchen. Und die Hannover Weekly Brötchen. Auf jeden Fall immer Premium alles, ja? Definitiv ein Grund, meine Turniere zu attenden. Halt wirklich? Ja. Post-Tournament-Frühstück? Das ist wie das legendäre ASMR, das Awesome Snacks Housing, wo man, das war früher so ein Ding, wenn man bei Snacks gehaust wurde und seine Mutti war da. Bei Snacks, oh mein Gott. Dann hat die wirklich frisch Brötchen und so für die Leute gemacht und deswegen war das das ASMR, das Awesome Snacks Housing. Nudelsuppe fühlt die Downsmash. Ich wollte gerade, Nudelsuppe drückt den C-Stick hart nach unten. Oh mein Gott. Großer Fan von Armada. Ne? Okay. Oh ja, absolut. Shield Pressure. Armada-esque. Kommt doch noch zurück, wow, gerade so. Nudelsuppe. Und der Float. Er hat auch eine Zeit lang wirklich darauf geachtet, so was ist meine Armada-Nummer. Oh no. Ist aber auch witzig. Das ist sehr witzig. Wenn man PM mit reinbezieht, dann ist meine Armada-Nummer irgendwie, warte.
Ich habe einmal per Zufall gegen Frozen Light TM gewonnen. Er gegen Chillin' Dude und der halt gegen M2K und der so gegen Amada. Echt? Ich weiß so viel davon gar nicht. Ja, halt als Mewtwo King noch richtig. So. Ja, aber ich meine, als, wie heißt das, dass Frozen Light gegen Chillin' Dude gewonnen hat? Und PM war, wahrscheinlich. Das war bei einem R. Oh. Und das war ein Melee. Ah, war ein Melee, okay, nevermind. War ein Pools, glaube ich, bei einem R. 2-1 war das, glaube ich. Parsi hat Chillin' Dude auch besiegt. Okay. So, mein Horizont der deutschen Melee-Szene wurde erweitert. Das Ding ist halt so, ganz viele Europäer kriegen nicht das Spotlight, einfach weil sie nicht das Geld haben, um in die USA zu reisen. Ja. Dann musst du hoffen, dass Leute hier reisen. Genau, und teilweise. Und die Waschmaschine, die hat er gerade abgemurkt. Die Waschmaschine, die Chillin' Dude ist. Und er muss wieder rumrennen. Die Peach-Waschmaschine. Die Peach-Waschmaschine. Wenn die Corner gedeckt wird, wo? Und dann wird Down Smash gekriegt. Oh mein Gott. Schön 40% gleich. Nochmal Down Smash. Los. Das Ding, wenn man gegen Peach ist halt einfach so. Du siehst Peach, du denkst dir, ich darf nicht nach unten drücken. Und dann drückst du nach unten und du hast dein Leben. Und du frisst einfach instant 60. Ja. Denkst du, ich will Shine, vor allem mit Fox, oder ich will selber Crouch canceln? Alle Sets, die ihr heute sehen werdet, sind Best of 5. Ab jetzt Best of 5. Die ganzen. Genau. Alles nach Bracket. Alles nach Pools. Alles nach Pools. Cool, Best of 3, standardmäßig, aber die gesamte Bracket, egal ob Amateur oder Pro, ist Best of 5. Wir haben auch wenig genug Leute, dass wir das machen können. Das ist nicht das Problem. Es sind 22 Teilnehmer, wie die Zeit haben wir. Ja. Außer jedes verdammte Set in Top 8 geht jetzt zu Best of 5. Wir brauchen auf jeden Fall die Spaces, damit die Sets einigermaßen schnell bleiben. Ist so. Kein Puff Peach Grand Final, was noch Game 15 geht, bitte. Oh mein Gott. Ich möchte gerne Till Noodles of Grand Final. Erneut. Der Losers Run? Der Losers Run, ja Mann. Oh. Ich habe Puff gewinnen sehen, aber ich glaube, es ist der falsche Puff. Oh. Smokey nickt vor sich hin, ich glaube, er hat gewonnen. Gut möglich. Smokey, wie viel Stamm und diesen Socket closen? Worauf geht das? Für den Näher. Okay. Das killt einfach. Stamo drückt einfach so schnell, einfach so schnell Knöpfe, bis irgendwas passiert. Ja. Es ist was passiert. Wie gesagt, es ist halt Foxman. Die Frage ist halt immer nur, ob das, was passiert, ein Kill ist. Oder ob es einfach er ist halt so ein richtiges, so ein richtiger Netplay-Fox halt wirklich. Im Herzen. Er kann Tech-Skill und jetzt gerade lernt er so Decision-Making. Jo. Ist aber auch wichtig, beides zu haben. Von daher passt, wenn man mit dem einen anfängt. Textil ist auch am Anfang deutlich leicht, einfach Zeit reinzustecken und zu werden. Als er halt wirklich so vor 2 Jahren aufgeschlagen ist, hat nicht ein Set gewonnen, aber der Typ konnte Sachen machen, die habe ich mir im Traum nicht vorstellen können. Oh, er wollte upsmashen, aber. Und wurde in den Mixer Float Cancel halt das Landing Lag deutlich. Oh. Wie viel Landing Lag ist es? 2 Frames? 4 Frames. 4 Frames, oder? Die normalen 4 Frames, die du immer hast, wenn du landest. Also die normale Landanimation quasi. Zumindest ist das mein Wissen, aber. Vielleicht liege ich da auch falsch. Es ist auf jeden Fall wenig. Ich meine, irgendwas bei Peach hatte 2 Frames. Wahrscheinlich habe ich was verwechselt. Peach ist Hype, aber es dauert lange. Oh ja. Oh. Okay, Shamo. Vielleicht kann er das Comeback machen und zu Game 5 holen. So oder so sind wir hier immer noch im Winners Bracket. Also selbst wenn Shamo hier verliert, der Junge kann es noch machen. Aber man muss auch sagen, Nudelsuppe ist hier der First Seed. Jo. Und er wurde auch upsettet. Wurde upsettet. Genau, wenn man Strix sieht, wurde er von Strix geupsettet. Wenn man andere Meinung nimmt, dann war es eigentlich, wie es erwartet ist. Genau. So ist es halt. Er ist auf jeden Fall der beste gesiedelte Spieler hier, wenn er unter Strix gesiedelt wäre. Und das müsste ein Kill sein, genau. Oh mein Gott, Stamo, okay. Stamo kämpft. FC Areas sind so plus 0 bis 0, 4. 0 bis 4 und Shield. Aber wie viel Landing Lag hast du da? Das geht ja auch on Whiff. Und er macht einfach 2 Down Smashes hintereinander und kriegt den Win so. Ja. Passt doch.